Liebe Gäste, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen heute Morgen hier zu unserer digitalen Veranstaltung Werte, die faszinieren, Wertsicherung durch Edelmetalle. Ich freue mich, Sie heute Morgen hier begrüßen zu dürfen und bin sicher, dass wir für Sie eine inspirierende und informative Videokonferenz haben werden. Zu meiner Linken darf ich ganz herzlich heute Morgen begrüßen Frau Sibylle Albrecht, verantwortliche Vertriebsmanagerin der Reisebank. Die Reisebank ist bei uns im genossenschaftlichen Verbund der Geschäfts- und Handelspartner, wenn es um Sorten und insbesondere um Edelmetalle geht. Frau Albrecht wird uns im Anschluss in einem kurzen Vortrag verschiedene Aspekte näherbringen und Einblicke gewähren in die Wertanlage Gold. Zu meiner Rechten darf ich heute Morgen begrüßen Frau Christina Becker, Bereichsdirektorin der Volksbank Stuttgart. Sie wird im Anschluss Ihre Fragen aufgreifen und für uns gemeinsam moderieren. Mein Name ist Michael Huppert, bin Vertriebsvorstand der Volksbank Stuttgart in Ihrer Volksbank Stuttgart. Gerade zur vorweihnachtlichen Zeit machen sich wirklich ja viele Menschen Gedanken, was sie ihren Liebsten schenken, und im Idealfall sollte es etwas Wertvolles sein. Und Gold fasziniert die Menschen schon seit jeher. Und ich habe Ihnen heute Morgen mal verschiedene Exponate mitgebracht. Und ich kann Ihnen sagen, ja, es ist ein besonderes Gefühl, 500 Gramm, ein halbes Kilo Gold in Händen zu halten. Und dann versteht man auch, dass durchaus gewisse Emotionen damit verbunden sind. Hier habe ich Ihnen eine kleine Auswahl unserer aktuellen Münzen und Barrensammlung ebenfalls mal zum Betrachten mitgebracht. Und ich bin sicher, Sie alle, die Sie uns heute Morgen zuschauen, würden das ein oder andere Stück ebenfalls gerne in Händen halten. Aber Gold ist eben nicht nur das Objekt der Begierde. Nein, es hat im Laufe der Menschheitsgeschichte schon viele verschiedene Funktionen übernommen. Als nachhaltige Wertanlage, die weltweit anerkannt wird. Als Wertanlage, die durchaus in der Lage ist, auch Krisen zu überstehen und zu überdauern. Kriege, Inflationen, und es behält seinen Wert. Man kann einwenden, aktuell spielt Inflation keine besonders große Rolle. Zugegeben, Inflation haben wir im Moment auf sehr niedrigem Niveau. Aber andererseits finden Sie im Moment auch keine risikolose Geldanlage, die Ihnen regelmäßig Zinsen abwirft. Im Gegenteil, wenn Sie heute Bundesanleihen erwerben, dann legen Sie schlicht und einfach drauf. Warum? Aufgrund des Niedrig- und Negativzinsumfelds legen Sie dort Geld an und bekommen bei Fälligkeit weniger zurück. Ja, und die Inflation, die knabbert Ihnen immer dann nochmal ein Stück davon ab. Und so sehen Sie, je mehr wir uns dann mit dem Thema Gold als Anlageklasse auch beschäftigen, dann erkennen wir auch sehr schnell, dass eine gewisse Komplexität mit dem Thema verbunden ist. Umso mehr freue ich mich jetzt auf den anschließenden Vortrag von Ihnen, Frau Albrecht, dass Sie uns Ihre Einblicke zu dem Thema Gold näher bringen, und übergebe gerne das Wort an Sie. Vielen Dank, Herr Huppert. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute über das faszinierende Thema Gold und das Thema Wertsicherung in Edelmetallen referieren darf. Ich habe für meinen Vortrag ein paar Folien vorbereitet, um einfach einige Dinge zu veranschaulichen. Wir freuen uns im Nachgang natürlich auch über Ihre Fragen, die Sie zu den Themen haben. Ja, und wenn wir einfach mal schauen, was macht denn das Thema Gold mit uns? Was bewegt uns Menschen denn, wenn es um das Thema Gold geht? Warum kaufen wir Gold? Welche Hauptargumente gibt es denn für diese Safe-Haven-Funktion? Warum sind viele, viele Menschen darauf bedacht, sich abzusichern? Und dann natürlich auch Themen wie, was lernen wir aus unseren Krisen, die wir schon miterleben durften? Ja, und letztlich,
Die Frage, gehört Gold auch in Ihren Portfoliobestandteil, bei Ihnen ins Portfolio, in Ihren Portfoliobestandteil mit ca. 5%? All das wollen wir uns einfach mal anschauen und gucken, was treibt den Menschen an, Gold zu kaufen. Und hier habe ich das Ergebnis einer Studie von der Steinbeis Hochschule mitgebracht. Die Steinbeis Hochschule ist sehr aktiv im genossenschaftlichen Verbund und macht regelmäßig für uns Studien zum Thema Gold. Wie gehen Menschen mit Gold um? Was halten die Menschen von Gold? Und auf die Frage, was bewegt sie, Gold zu kaufen, kommt als Antwort hier: bietet Werterhalt, schützt vor Inflation, das haben wir vorhin auch schon von Herrn Hubert gehört, und hilft, eine Währungsreform zu überstehen. All das spielt genau auf ein Thema ein: Wertsicherung. Wir haben das Bedürfnis, uns abzusichern. Ja, und hier sehen wir jetzt einen maßgeschneiderten Herrenanzug. Was hat es wohl damit auf sich? Gerade mal in Verbindung auch mit dieser Münze, die Sie daneben sehen. Das ist ein American Eagle. Der steht symbolisch für 31,1 Gramm Gold, also für eine Unze Gold. Ja, und wenn wir jetzt den Herrenanzug angucken und einfach mal 100 Jahre zurückgedenken würden, dann wissen wir, ein maßgeschneiderter Herrenanzug hat 1920 20 US-Dollar gekostet. Für 20 US-Dollar haben Sie aber auch eine Unze Gold erhalten zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja, und wenn wir jetzt an heute denken, hätten wir die 20 US-Dollar aufbewahrt und auch die Unze Gold aufbewahrt und würden beides aus der Schublade holen. Was wäre dann? Dann wüssten wir, aha, die 20 US-Dollar, mit denen könnten wir möglicherweise in ein Fastfood-Restaurant gehen, in ein amerikanisches, um dort ein Meal zu erwerben. Aber wir könnten mit dem Gegenwert dieser Unze Gold mindestens einen maßgeschneiderten Herrenanzug kaufen. Denn wenn wir davon ausgehen, dass die im Moment ca. 1600 Euro wert ist, müsste das ganz gut funktionieren. Und was ich damit einfach zeigen will, dass Gold immer seine Kaufkraft erhält und noch nie nichts wert war. Wenn wir über Gold sprechen, gibt es verschiedene Punkte, die wir da betrachten müssen. Wir haben jetzt zum einen gerade das Bild mit dem Herrenanzug gesehen. Wertsicherung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Gold. Gold war, wie ich es gesagt habe, noch nie nichts wert. Und deswegen gehört es in ein Portfolio. Wir wissen aber auch von Gold, dass es nicht beliebig vermehrbar ist. Wir wissen, dass etwa 197.000 Tonnen bereits gefördert worden sind und 50.000 Tonnen noch in der Erde schlummern. Also alle Bestände, die leicht abbaubar waren, sind abgebaut. Wir wissen, Gold kann man nicht herstellen auf irgendeine Art und Weise. Deshalb wird auch viel Gold recycelt. Etwa ein Viertel des Goldbedarfs in Deutschland wird recycelt. Ja, und die Menschen fragen in Krisen. Die Menschen möchten gerne Gold haben, sich mit Gold absichern. Und das haben wir auch in den letzten Monaten erlebt, als wir wieder eine Krise erleben durften und die Menschen sich einfach in dieser Krise finanziell auch absichern wollten. Industriell wird Gold auch eingesetzt, aber wenn wir einfach mal vergleichen, wie viel Gold geht denn in die Industrie und wie viel Gold wird für die Schmuckindustrie verwendet, dann wissen wir, so etwas über 40% des Goldbedarfs geht in die Schmuckindustrie. Dann wissen wir auch, etwa der gleiche Wert, auch so 40% geht in die Münzen- und Barrenproduktion. Ja, und der Rest geht in die Industrie. Wird in Chips verwendet, wird für die Handyproduktion eingesetzt, wird beispielsweise in der Medizintechnik eingesetzt. Und das Gold, gerade das, was Ihnen Herr Hubert eben auch gezeigt hat, dieses Gold, was Sie hier bei der Volksbank Stuttgart erwerben können, können Sie weltweit als Zahlungsmittel einsetzen, Speicher, und kann weltweit zum aktuellen Goldkurs verkauft werden. Und insgesamt gibt es 194 Länder, wo das der Fall ist. Und ganz wichtig bei Gold: Goldkauf ist Vertrauenssache. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie darauf vertrauen können, dass das Gold, was Sie kaufen, auch dem entspricht, was Sie sich davon erhoffen, ja, und nicht
und entsprechenden Standards entspricht, beispielsweise dem LBMA-Standard, der von der London Bullion Market Association festgelegt worden ist. Wir haben vorhin den 500-Gramm-Barren gesehen, den Herr Huppert gezeigt hat, und dieses Gold ist genau nach diesem Standard auch hergestellt. Und dieser Standard bietet weltweit einfach die Sicherheit, dass Sie das Gold immer zum aktuellen Goldkurs verkaufen können. Das ist für Sie ganz wichtig, denn wenn Sie Gold erwerben, das eben just nicht diesem Standard unterliegt, dann wird dieses Gold zum Beispiel nur noch zum Schmelzgoldkurs angekauft. Ja, und wenn wir jetzt nochmal an den 500-Gramm-Barren zurückdenken, dann sehen wir hier auch den Hinweis, Gold benötigt, dass das derzeit geförderte Gold in einen Würfel packen würde. Dann würde man feststellen, dass dieser Würfel 21,7 Meter Kantenlänge hätte. Also das ist gar nicht so viel. Viele denken, wenn sie an Fort Knox denken, an kilometerlange Goldbestände. Aber wenn wir uns jetzt diesen Würfel vorstellen, wissen wir, Gold hat eine hohe Wertdichte, ja, und ist von daher gut auf jeden Platz, könnte man diesen Würfel stellen. Er stand auch schon mal symbolisch unterm Brandenburger Tor von der FAZ dorthin gestellt. Ja, also Gold braucht wenig Platz. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wie sieht ein Kilobarren aus? Ein Kilobarren ist nicht der Westernbarren, den viele im Hinterkopf haben, den wir im Western sehen, wenn Gold gestohlen wird oder Gold geraubt wird, sondern ein Westernbarren hat 12, während wir, wenn wir von einem Kilo Gold sprechen, uns einfach mal vorstellen, ein Smartphone 4 von Apple, genau das hat die Maße dieses Kilobarren Gold. Und Steve Jobs hat bei der Entwicklung dieses Produktes genau die Maße von einem Kilobarren genommen und sich da genau an die Werte gehalten, die London Bullion Market Association damals auch für so ein Kilogramm festgelegt hat. Und Hintergrund war einfach, Gold hat ihn fasziniert und er wollte, dass sein Produkt uns genauso faszinieren wird. Ich glaube, das ist ihm doch auch einigermaßen gelungen. Ja, wenn wir jetzt dran denken, wie kann man Gold zerstören? Kann es überhaupt zerstört werden? Dann wissen wir, der Schmelzpunkt von Gold ist relativ hoch. Der liegt bei über 1000 Grad und kann nicht wirklich leicht verbrennen. Und ist deswegen, kann man auch einfach sagen, der ist nahezu unzerstörbar. Und für Sie auch wichtig, Gold sollte für Sie eine wertsichernde Anlage sein. Wenn Sie jedoch Gold kaufen würden und innerhalb eines Jahres wieder verkaufen und einen Ertrag machen würden beim Verkauf von 600 Euro aufwärts, sollten Sie das in Ihrer Steuererklärung angeben. Nach einem Jahr Haltefrist müssten Sie dies nicht mehr tun. Und von daher bietet Gold auch hier interessante Vorteile. Was beeinflusst uns denn zum Thema Gold? Sie sehen jetzt hier eine Folie, da steht drüber Stabilität im Euroraum. Was passiert gerade bei uns im Euroraum? Ich glaube, es vergeht kein Tag, wo wir nicht über Brexit lesen, über Schulden lesen oder über politische Kommentare von blonden Menschen. Symbolisch steht dafür dieser Goldfasan. Diese Themen beeinflussen uns, beeinflussen den Markt und spielen auch darauf ein, dass wir uns absichern wollen. Wir wissen, dass wir jetzt in der aktuellen Krise, die wir alle erleben, die Corona-Pandemie, dass auch hier wieder viele Schulden gemacht werden. Welche Werte stehen dagegen? Und das führt einfach dazu, dass wir uns Gedanken machen sollten, wie sichern wir uns ab? Und da hat die Bundesbank eine wunderbare Lösung gefunden. Sie sehen auf diesem Chart die Ver- und Ankäufe der Bundesbanken, der Bundesbank in den letzten Jahren, 15 Jahre sind es. Und seit 2010 kauft die Bundesbank regelmäßig Gold dazu. Im Moment ist im Bestand der Bundesbank 3,4 Tonnen Gold, um einfach uns
und unser Land abzusichern, die Währung abzusichern. Und wenn wir jetzt wissen, wie sichert sich die Bundesbank ab, stellt sich natürlich auch die Frage, wie sichern wir uns ab? Und da kommen wir einfach nochmal zu einem Thema, das ich Ihnen hier ganz gerne zeigen möchte. Wir sehen hier eine Druckmaschine. Wer steuert den Druck von Gold, den Druck von Geld? Sie sehen hier 100-Euro-Noten. Und eine wunderbare Presse, die der ein oder andere vielleicht auch gerne zu Hause hätte, was nicht möglich ist, denn es wird ja natürlich von der Bundesbank auch gesteuert, was gedruckt wird und wie viel gedruckt wird. Aber die Frage ist dann auch immer, welcher Wert steht dagegen? Wenn wir jetzt 100-Euro-Schein und gehen mit dem 100-Euro-Schein einkaufen, dann stellen wir fest, oder so geht es mir zumindest, dass wenn ich in meinen Einkaufswagen gucke, ich weniger drin habe als noch vor ein paar Jahren. Und also ist es so, der 100-Euro-Schein, was er uns wert ist, legen wir auch irgendwo fest. Ja? Und am Ende des Tages ist er auf Papier gedruckt. Und das wäre dann, wenn wir ganz zu Ende denken, auch der Wert, auf den es gedruckt wurde, der 100-Euro-Schein. Was ist denn mit dem Goldkurs passiert? Einfach das auch ein wichtiges Thema in der Vergangenheit. Sie sehen jetzt hier auf diesem Chart zwei Linien. Eine goldene, die zeigt einfach die Goldentwicklung in Euro an, und eine blaue, die zeigt uns die Goldentwicklung in US-Dollar an. Ganz grundsätzlich für Sie wichtig als Goldkäufer, für Sie ist es immer relevant und auch wichtig zu wissen, wie viel kostet das Gold in Euro. Denn wenn wir dieses Chart genau anschauen, dann sehen wir, dass diese Linien und Bewegungen nicht immer gleichförmig verlaufen und nicht immer parallel sind. Da kann es einfach zu Unterschieden kommen. Und wenn wir jetzt an den Anfang des Charts gucken, das beginnt so etwa 1973, dann sehen wir, der Goldkurs bewegt sich ganz leicht und ist aber eigentlich so auf gleichbleibendem Niveau, bis es 2010 zu einem Peak kommt, sowohl im Euro-Bereich als auch im US-Dollar-Bereich. Da erleben wir nämlich die Bankenkrise. Da ist die Immobilienblase in Amerika geplatzt, und ich glaube, wir brauchen das Thema gar nicht weiter ausführen. Sie wissen alle Bescheid, was passiert ist. Aber was machen wir in der Krise? In der Krise wollen wir uns absichern. Und deswegen ging der Goldkurs hoch, weil die Menschen in der Krise Gold gekauft haben, so es ihnen möglich war. Wir wissen aber auch von dieser Krise, dass diejenigen, die zu 5% in Gold investiert waren, in ihrem Portfolio, gut durch die Krise gekommen sind, denn die hatten wieder Mittel, um sich abzusichern. Ja, warum ist der Goldpreis immer sehr gleichförmig gewesen? 1944 haben die Amerikaner mit vielen anderen Ländern festgelegt, dass sie garantieren werden, dass eine Unze Gold immer 35 US-Dollar wert sein wird. Das ging über viele, viele Jahre lang gut, und die Amerikaner haben dann angefangen, Kriege zu führen. Die Amerikaner brauchten Geld und haben die Druckerpressen angeschmissen. Und damit hat sich plötzlich dieses Verhältnis verzerrt zwischen 35 US-Dollar und einer Unze Gold, also 31,1 Gramm Gold. Und irgendwann 1971 im August hat Nixon dann gesagt, er gibt den Goldkurs frei, weil er ihn einfach nicht mehr halten kann. Und deswegen konnte sich dann fortan auch just dieser Goldkurs bewegen. Das ist einfach mal der Langzeitblick auf das Thema Gold. Und wir gucken uns jetzt mal an, was ist denn in diesem Jahr mit dem Gold passiert? Wir alle haben seit Anfang des Jahres das Thema Corona, Covid-19, und wir stellen fest, wie wir auch auf dieses Thema reagieren. Und wir wissen jetzt seit Anfang Januar, dass es eben in China just eine Erkrankung gab. Dann hat man irgendwann mal im Ende Januar festgestellt, es handelt sich hier wohl doch um eine Krankheit, die ein größeres Ausmaß hat. Und wir hören dann schon die Begriffe Pandemie.
Wir sehen, der Goldkurs bewegt sich so langsam vor sich hin. Ja, und die WHO drückt sich hier schon jetzt wieder etwas deutlicher aus zu diesem Thema. Ja, und dann am 28.02. fangen viele Goldbesitzer oder verkaufen einige Goldbesitzer einfach, um ihre Gewinne zu realisieren. Damit geht der Kurs ein bisschen nach unten. Und dann sehen wir den nächsten Einbruch des Goldkurses, der ist am 13.03. Da sind nämlich die Aktienmärkte runtergegangen und dann zu den Aktien in Gold investiert waren, just das Gold verkauft, um eben da die Löcher wieder zu stopfen. Und wenig später beginnt dann auch die Zeit oder vielleicht auch gerade um die Zeit, wo wir in die Supermärkte gehen und feststellen, es gibt da Regale, wo wir kein Toilettenpapier mehr finden. Die Menschen decken sich also mit dem Thema Toilettenpapier ein und wir erleben in dieser Zeit dann auch, dass die Regierung sagt, okay, wir werden Helikoptergeld ausgeben, wir unterstützen die Wirtschaft. Aber wir erleben in dieser Zeit auch, dass eine wahnsinnige Nachfrage auf physisches Gold losbricht. Und auch hier der Markt, analog dem Toilettenpapierthema, gefühlt leergefegt ist. Er ist nicht wirklich leergefegt gewesen, denn es gab immer wieder Verkäufe von Menschen, die noch Gold hatten und die Gewinne mitnehmen wollten. Für uns bedeutete das, dass wir als Reisebank in den genossenschaftlichen Verbund viele, viele Kilos Gold pro Tag verkauft haben. Das waren über 700 Kilo, die wir an den Markt gebracht haben. Aber was in dieser Zeit gar nicht mehr möglich war, ist, dass sich Kunden wünschen konnten, ich hätte gern diese Münze oder jene Münze. Die Menschen haben das Gold gekauft, was im Angebot war. Und ich glaube, das ist einfach für uns auch ganz wichtig für die Zukunft, dass wir uns mit Gold befassen und uns Gold kaufen, wirklich die freie Entscheidung haben und uns einfach dann in Zeiten absichern, in denen wir nicht in der Krise sind. Ja, und hier sehen Sie jetzt noch einen kleinen Überblick, was gibt es denn für Produkte? Der Herr Hubert hat uns vorhin die Schatulle gezeigt, da waren Münzen drin und da waren Barren drin. Und es unterscheiden sich die Produkte dahingehend, dass man sagen kann, Barren werden grundsätzlich in Gramm notiert und Münzen in sogenannten Unzen. Eine Unze, ich hatte es vorhin schon mal erläutert, sind 31,1 Gramm. Bei Münzen gibt es auch davon dann entsprechende Anteile. Was unterscheidet die beiden Produkte denn noch? Bei Barren sprechen wir von gegossenen oder geprägten Barren. Es gibt auch sogenannte Kinebarren, die haben dann ein Kinegramm hinten drauf. Das ist ein wunderbares Geschenk, weil es einfach schön aussieht, auch schön anzuschauen ist. Aber alles haben diese Produkte gemeinsam. Sie sind ein toller Handschmeichler. Man hat sie gerne in der Hand. Herr Hubert hat es vorhin auch gezeigt mit dem 500-Gramm-Barren. Es ist ein schönes Gefühl, es in der Hand zu halten. Aber am Ende des Tages gilt für alle diese Produkte, egal ob wir eine Prägung drauf haben oder nicht, der Wert des Produktes macht das Gewicht des Goldes aus. Wenn wir eine Unze Gold mit 31,1 Gramm haben, ist es unerheblich, ob in welcher Form dieses Gold ist oder was auf dieses Stück Gold geprägt ist. Es ist nur einfach wichtig, dass es eben diesem Gold entspricht. Bei den Münzen, die Sie hier sehen, ist es so, dass diese Münzen in den Ländern, aus denen sie kommen, Zahlungsmittel sind. Wie der Krügerrand, der Wiener Philharmoniker, der Maple Leaf aus Kanada. Damit könnten Sie rein theoretisch in jeden Supermarkt dort gehen und zahlen. Macht wenig Sinn, denn der Wert des Ganzen ist ja viel höher als das, was wir als wenn wir das als Zahlungsmittel verwenden würden. Wenn wir jetzt an den Wiener Philharmoniker denken, an eine Unze Wiener Philharmoniker, dann hat die einen Nennwert von 100 Euro. Und wir wissen jetzt, ja gut, eine Unzenmünze Gold kostet über 1600 Euro. Also wäre das keine gute Idee, damit zahlen zu wollen. Aber letzten Endes
ist es einfach auch für Sie, wenn Sie sich entscheiden möchten, was möchte ich gerne haben, wichtig, möchte ich jemandem eine Freude machen, soll ein bestimmtes Motiv drauf sein. Beim Krügerrand die Springbock-Antilope, beim Känguru die Kängurus. Und das ist einfach eine Frage, die Sie dann ganz alleine entscheiden dürfen, wenn Sie sich für den Kauf entscheiden von Gold. Was gefällt mir und was finde ich schön und was schmeichelt am meisten in der Hand und womit möchte ich mich selber gerne belohnen oder Freunden schenken und Verwandten und lieben Menschen. Also für Sie einfach resümieren, ganz, ganz wichtig zum Schluss. Wichtig ist, wie schwer ist das Stück Gold, das ich erwerbe, und genau das spiegelt den Wert wider. Und dann entscheiden Sie, soll das Ganze in Münzenform sein oder soll das Ganze eckig sein, um dann das zu finden, was Sie dann auch glücklich macht. So ganz zum Schluss habe ich noch so ein paar Zahlen. Einfach nochmal zusammenfassend, ich habe jetzt viel über Gold erzählt, über die Faszination von Gold, aber auch über die Gründe, warum Gold in ein Portfolio gehört, warum Sie sich mit Gold absichern sollten. Und hier einfach mal angefangen, in 194 Ländern dieser Welt gilt Gold als Tauschobjekt. Man kann damit etwas kaufen, man kann Kaufkraft erwerben. Eine Unze Gold ist 31,1 Gramm schwer. Und wenn wir uns jetzt einfach so ein Kilo Gold anschauen, von dem ich Ihnen gesagt habe, es hat etwa die Größe eines iPhones 4, dann wissen wir, es ist im Moment ca. 51.000 Euro wert. Für Gold selber zahlen Sie keine Steuer, wenn Sie nicht innerhalb eines Jahres einen Gewinn beim Verkauf machen von 600 Euro. Das heißt, Sie müssen im Jahr kaufen und in dem Jahr wieder verkaufen. Nach einem Jahr Haltefrist ist Gold absolut steuerfrei. Ja, und auf Gold entfällt auch keine Mehrwertsteuer, wie wir es auf Weißmetalle, wie wir es von den Weißmetallen kennen. Das war jetzt mal meine Information zum Thema Gold. Und ich übergebe jetzt gerne an Frau Becker. Ja, vielen lieben Dank, Sibylle, für den wirklich kurzweiligen und informativen Vortrag. Und Sie, liebe Zuschauer, haben jetzt die Möglichkeit, unten rechts per Chat auch Ihre Fragen zu adressieren. Und ich sehe gerade, die ersten Fragen haben uns schon erreicht. Und ich würde direkt auch an Sibylle, an dich diese Fragen weitergeben. Die erste Frage lautet, kann man als Privatperson überhaupt erkennen, ob das Gold echt oder falsch ist? Und wie macht das die Reisebank? Also, als Privatperson kann ich nicht erkennen, ob Gold echt oder falsch ist. Es gibt mittlerweile sehr viele Fälschungsmethoden, von denen wir auch nachlesen können, wenn wir in der Presse schauen. Ich würde deshalb Gold immer nur dort erwerben, wo ich ganz sicher sein kann, dass ich auch das Gold, dass das Gold so golden ist, wie ich es mir wünsche, und das werden Sie immer bei der Volksbank Stuttgart so erhalten. Wir als Reisebank prüfen alles, was an Gold zu uns kommt, auf Echtheit. Da gibt es viele verschiedene Methoden, chemische, Ultraschall und alles Mögliche. Da gibt es Spezialisten, die machen nichts anderes, und von daher können Sie ganz sicher sein, dass das Gold, was von uns kommt, auch immer echt ist. Ja, vielen Dank. Eine zweite Frage direkt von unseren Zuschauern. Du hattest es im Laufe des Vortrages auch kurz erwähnt. Ich gehe trotzdem noch mal kurz darauf ein. Wie viel Gold liegt etwa bei Notenbanken weltweit? Oh. Du hast von der Bundesbank gesprochen. Das sind 3,4 Tonnen, hatte ich da gesagt. Ja, zunehmend, weil wir immer weiter, weil dort auch immer weiter in Gold investiert wird. Weltweit kann ich es nicht sagen, weil die Zahlen auch gar nicht so offen liegen. Aber da könnten wir mal in die Recherche gehen und das vielleicht einfach auch im Nachgang dann entsprechend nochmal als Information liefern. Vielen Dank. Wir nehmen das nochmal mit auf. Und wenn du Informationen hast, dann geben wir die an die Berater weiter, sodass sie dort die notwendigen Informationen auch nochmal erhalten können. Ja, dann habe ich auch noch einige Fragen. Sibylle, die erste auch direkt an dich nochmal. Wie viele Menschen in Deutschland besitzen Gold?
Ja, ich hatte vorhin, Ihnen kurz eine Folie eingeblendet, die das Ergebnis von der Steinbeis-Hochschule zeigt. Und die Steinbeis-Hochschule hat für uns auch nachgefragt, wie viel Gold besitzen Sie denn so? Und wer hat denn alles Gold von den repräsentativ Befragten? Und dabei kam raus, dass 38% der befragten Menschen im Besitz von Münzen und Barren sind in Deutschland. Ja, und wenn wir das vergleichen mit Schmuck, bei Schmuck sind es etwas über 38%. Und wir sind hier in dem Bundesland in Baden-Württemberg, wo tatsächlich pro Kopf am meisten Gold da ist. Ja, vielen Dank. Die nächste Frage, Michael, die geht an dich. Wir haben gehört im Vortrag von der Sibylle Albrecht, dass 2020 die Nachfrage an Gold besonders hoch war. Wie war das denn bei der Volksbank Stuttgart? Ja, bei uns hat sich das genauso analog auch wiedergefunden. Vor allem jetzt zu Beginn des Jahres stieg die Nachfrage sehr, sehr dynamisch, muss man wirklich feststellen. Und so in Vergleichszeiträumen schauen wir uns das dann auch immer wieder mal an und stellen für dieses Jahr fest, dass die Goldnachfrage so circa 3- bis 4-mal so hoch war wie in den Vorjahren. Und das beobachten wir deswegen auch sehr genau, weil wir natürlich auch den Anspruch haben, immer lieferfähig für Sie zu sein. Das heißt, wenn Nachfrage entsteht, wollen wir natürlich auch Ihren Wünschen nachkommen. Was wäre denn, Michael, so eine Empfehlung von dir? Wie viel Prozent des Vermögens sollte der Kunde in Gold investieren? Es gibt jetzt nicht diese eine genau richtige Zahl, weil auch das ist vorher ja mit Sicherheit schon angeklungen und so erleben wir das auch in unseren Beratungsgesprächen. Es ist ein sehr emotionales Thema. Und da gibt es auch mit Sicherheit so einen Wohlfühlfaktor für jeden Einzelnen, wo er für sich sagt, das nehme ich bei mir als Beimischung auch mit rein. Im Sinne von einer guten Asset Allocation, einer guten Vermögensstreuung. Und so beraten wir auch unsere Kunden. Eben gerade nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern ganz bewusst zu sagen, im gewissen Anteil Gold auch durchaus mit hinzuzunehmen. Und es hat eben ja doch auch diesen Reiz. Und die Nachfrage, habe ich erläutert, ist relativ hoch. Wir sagen so als Empfehlung, als Richtung, als Orientierung, und auch das ist vorher bei Frau Albrecht schon angeklungen, so circa 5% als sinnvolle Beimischung im Sinne einer guten Vermögensaufteilung. Mir ist allerdings auch noch wichtig zu sagen, so hoch emotional dieses Thema natürlich sich auch anfühlt, vergessen Sie bitte nie auch den Aspekt der Sicherheit. Nicht nur des Werterhalts im Gold, sondern auch der Sicherheit. Denn wer zu Hause eben nicht über die wirklich richtigen Sicherungsmöglichkeiten verfügt, sollte sich dann eben auch Gedanken machen, zum Beispiel über ein Bankschließfach. Jetzt haben wir gehört, so ein Kilo Gold hat einen Preis aktuell von über 50.000 Euro. Sibylle, ist es denn auch möglich, vielleicht monatlich und auch in kleineren Raten Gold zu erwerben? Und wie funktioniert das? Ja, wir als Reisebank bieten den Volks- und Raiffeisenbanken einen Goldsparplan an. Dahin bietet Ihnen auch Ihre Volksbank Stuttgart an. Und hier können Sie ratierlich monatlich zu gewissen Beträgen, die für Sie gut sind, die für Sie passen, Gold ansparen. Sie haben verschiedene Produkte, auf die Sie sparen können. Das können zum einen Münzen sein, das können aber auch Barren in verschiedenen Größen sein. Sprechen Sie mit Ihrem Berater und schauen Sie, welches Produkt zu Ihnen passt, dass Sie ratierlich den sogenannten Cost-Average-Effekt nutzen können. Denn das heißt, Sie kaufen einmal monatlich zum aktuellen Goldkurs Ihre Anteile und haben dann einfach die Möglichkeit, so über Monate, vielleicht aber auch ein paar Jahre hinweg, Gold anzusparen. Und das Gold auf das auch schon immer erwünscht haben, wo sie einfach sagen, ja, also ich kann mir das jetzt leider nicht am Stück anschaffen, ich möchte es gerne ratierlich ansparen. Und diese Möglichkeit haben Sie hier im Haus der Volksbank Stuttgart, dies zu nutzen. Ja, in Anbracht der Zeit haben wir noch eine letzte Frage, die ich adressieren würde. Die kommt auch direkt von Ihnen, von den Zuschauern. Die Politik sprach schon mehrfach Goldverbote an. Wie wahrscheinlich kann das kommen? Die Frage würde ich an dich, Sibylle, weitergeben. Wie ist denn da die Einschätzung von dir?
Also ich glaube, das kommt immer wieder in der Presse mal hoch, gerade wenn Gold auch ein interessantes Thema ist in der Presse. Aktuell ist uns nicht bekannt, dass es ein solches Verbot geben soll oder dass es auch kommen wird. Ich glaube, die Politik wird zu anderen Maßnahmen greifen, wenn sie Gold restriktionieren möchte. Ich glaube, da wären dann eher möglicherweise unsere Immobilien in Gefahr, weil man auf die Bestände viel leichter zugreifen könnte als auf das Gold, von dem man gar nicht weiß, wer hat denn Gold, wo liegt denn Gold, wer hat wie viel Gold. Ich glaube, dass wir da im Moment keine Sorge haben brauchen. Danke. Ich habe gesehen, das sind tatsächlich auch noch Fragen im Raum da. Da meine Bitte, gehen Sie wirklich im Nachhinein auf Ihre Berater zu. Dort finden Sie kompetente Ansprechpartner, die Ihnen auch weitere Impulse und Tipps geben können, was dann wirklich auch individuell für Sie passt. Ja, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit, dass Sie heute teilgenommen haben an unserer Sendung. Ganz herzlichen Dank auch an dich, liebe Sibylle, und an dich, Michael, für die wirklich informativen Vorträge, die wir heute gehört haben. Und ich möchte das Ganze ein Stück weit beenden mit einem Zitat, was ich gestern wirklich eher zufällig bei den Anlegerweisheiten gehört habe, was ich aber sehr passend finde und vielleicht auch ein Stück weit was zum Schmunzeln ist. Und zwar lautet es: Der Optimist kauft Gold und Silber, der Pessimist kauft Konserven, genau, jetzt. Insofern, ich wünsche Ihnen alle noch einen schönen Tag, eine besinnliche Adventszeit und bleiben Sie vor allem gesund. Herzlichen Dank.